Ashura! Alma! Jalto, Garni Shota! Amasha, Soti, Sabaka! Kabirto, Arito Ryushai! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Azuras Wrath. Ja, wie wir sehen, wir spielen Azura ohne Arme und ziemlich angeschlagen. Nach unserem epischen Fight gegen Aurgus im letzten Teil, wo er dann die Überreste seines Schwerts genommen hat und auf die Armeen der Götter zugestimmt ist. Und dann war die Episode zu Ende, aber anscheinend hat er es überstanden. Er war kurz Zeit versteinert, komischerweise. Ach, und das kleine Mädchen ist so süß. Sie hat sich gefreut, dass es uns gut geht. Und, will uns irgendwas zeigen, anscheinend. Wir gehen hier einfach mal hinterher. Wir können auch nichts anderes außer gehen. Lakata! Lakata! Ja, dann geh mal. Husch! Lauf! Ob die uns in das Dorf bringt? Ja, ich habe schon gesehen, wo du stehst. Das hätte man jetzt nicht unbedingt noch in einer Zwischensequenz zeigen müssen. Das läuft sehr komisch. Aber naja. わしはやりきるさまか。アルマ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 
Ihr seid doch ohne Arme kein Problem für Asura, auch wenn ich mit Viereck... Ach nee, ich kann mit Viereck ja sowieso nicht angreifen. Außer, ja doch, mit Viereck kann man diese Strahlen schießen. Aber ohne Arme ist das schwer, deswegen kann ich nur treten und Kopfnüsse verteilen und natürlich meine Dreieck-Attacke machen, wenn der Ring sich wieder abgekühlt hat. Oh. Aber springen kann ich, ne? Ja, sehr gut. Greife ich hier den Kollegen mal an. Okay, gut, das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Jetzt greifen die das Dorf einfach so an, nur um uns zu töten. Und es ist denen scheißegal, dass alle anderen Zivilisten hier dabei umkommen. Was ja auch schon passiert ist. Und ja, das kleine Mädchen ist auch in Gefahr, an dem Asura wirklich sehr stark hängt, weil es ihn sehr an seine Tochter erinnert. Und ja, und die nächste Gottheit, die sich uns entgegenstellt, ist der Zwischensequenz zu entnehmen anscheinend die Olga. Und ja, mal gucken, was sie so drauf hat. Bis jetzt ja nichts Großartiges, außer dass sie ihre Truppen auf uns hetzt. Und ich meine, das sollte kein Problem sein, weil wir haben gleich schon den Wutmodus voll. Nicht wahr? So, und ich benutze jetzt tatsächlich mal das Lock-on-Feature. Ich weiß nicht, gerade irgendwie komme ich ohne das nicht so wirklich klar. Aber naja. Achso, aua. Nee. Komm schon. Gleich ist es soweit. Okay, sind die kleinen Gegner eigentlich alle besiegt? Oder sehe ich da gerade was? Ah, da hinten steht noch irgendeiner. Aber die Wut ist voll, deswegen verlieren wir keine Zeit und aktivieren sie direkt. The seven deities. Your pitiful life ends now! Die! No!
Okay. Heilige. Ja, genau. Ich kann es gerade gar nicht in Worte fassen. Was sind wir? Sind wir... ist das unsere Götterform? Oder was? Alter, krass. Ja, die haben tatsächlich das kleine Mädchen gekillt. Hätte ich dir nicht zugetraut. Ich dachte irgendwie... weiß ich nicht. Azura kriegt es hin, dass sie überlebt, aber... das war anscheinend doch ein bisschen zu viel für ihn. Und jetzt sind wir hier dieses mächtige Übervieh, was... krass. Ich kann es nicht mehr beschreiben. Ja, damit haben sie anscheinend nicht gerechnet, weil ich meine, die Olga war sehr erstaunt darüber. Und ich meine, die dumme Kuh hat es auch nicht anders verdient. Die hat echt das kleine Mädchen gekillt. Das kann doch nicht wahr sein. Das war so süß und nett zu uns. Und sah aus wie Asuras Tochter. Naja, jetzt halte ich einfach mal Dauerfeuer. Ich sehe gerade, dass hier ich auch mit Dreieck natürlich diese Schüsse machen kann, aber das bringt irgendwie mehr. Und Wut ist voll und ja, Action. Okay, ja. Der hat so ein Ozonloch oben in der Luft erschaffen. Oder ein Schwarzloch oder was weiß ich. Ist ja krass. Ja, aber Leute, so episch das jetzt auch gerade ist, irgendwie, auch wenn wir hier nicht viel machen dürfen, außer herumstehen und ballern, muss ich auch mal wieder einen Cut machen, denn die Zeit ist wieder vorbei und ich würde sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter und dann müssen wir wieder unsere Wutleiste vollkriegen. Und dann bin ich schon gespannt, was Asura diesmal für eine Mega-Attacke loslässt, weil anscheinend ist er so wütend, er ist nicht mehr zu stoppen. Ja, deswegen würde ich sagen, war es das erstmal von Asuras Wrath und im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Also bis dann. Ciao.